Ja, willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Weil einige Leute sich im Laufe einiger Videos mal gemeldet haben und gesagt haben, versuch mal ein bisschen den Ton zu verbessern, habe ich heute mal was ausprobiert. Wäre cool, wenn ihr mal eine Rückmeldung gebt, ob der Ton jetzt besser ist. Ich habe ihn vor einiger Zeit mal so ein bisschen verbessert. War aber noch nicht so wirklich gut. Ich probiere heute noch mal was Neues aus. Ich hoffe jetzt, weil ich parallel den Ton aufnehme und das Bild parallel, dass das Aufnahmegerät auch komplett alles mit aufnimmt und dass ich den Ton sozusagen dann wirklich darunter setzen kann nachher. Aber hoffen wir mal, dass es alles klappt und gebt mir bitte Rückmeldung, wie ihr den Ton so fandet. Ja, heute auf dem Fass haben wir mal wieder eine Standardabfüllung, den Glengoyne 12 Jahre, weil das der erste Glengoyne hier auf dem Fass ist. Ja, ganz kurz mal als Info, Glengoyne bedeutet so viel wie Tal der Gänse, deswegen ist auch eine Gans auf dem Label. Ich habe den ganz günstig geschossen in so einem Geschenkpaket, gab ein schönes Glas mit dem Logo drauf dazu. Ja, eine ganz nette Geschichte, ne? Ja, Glengoyne, 12 Jahre, der hat 43%, ist ohne Farbstoff. Zu Kältefiltration habe ich keine Angaben gefunden. Normalerweise 43%, dann kann der natürlich kältefiltriert sein. Aber Glengoyne hat ja eigentlich immer sehr naturbelassene Whiskys. Ich glaube sogar, dass der nicht kältefiltriert ist. Aber wer das weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Wäre mal cool zu wissen. Ich habe es jetzt in der Recherche nicht gefunden. Dafür habe ich interessante Fakten zu der Fassauswahl gefunden. Und zwar ist der rein Sherry-Fass gereift. Aber ich habe tatsächlich eine Quelle gefunden, wo das ein bisschen genauer aufgedröselt war. Und zwar soll der zu 20% First Fill Sherry amerikanische Eiche sein. 20% First Fill Sherry europäische Eiche und die anderen 60% Refill Fässer, aber auch Sherry, ne? Also Refill Sherry Fässer. Und ja, wollen wir uns den mal zu Gemüte führen? Ja, sehr, sehr angenehme milde Nase, kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Leichte Süße, gar nicht so kräftig. Ich finde, so ein bisschen eine frische Fruchtigkeit ist da im Vordergrund. Was die Süße angeht, durchaus eine Mischung aus Vanille und Karamell, so ein bisschen, aber wie gesagt, eher wenig. Vielleicht sogar eher so eine Honigsüße, weiß ich nicht. Eine gewisse Malzigkeit in der Nase hat er auf jeden Fall. Ja, und was sind das für Früchte? Also es geht schon in eine Sherryfrucht. So dunkelfruchtig. Aber am ersten Riechen kann ich es nicht benennen. Und diese Frische in der Nase ist definitiv Zitrusfrucht. Also der ist auch ziemlich zitruslastig in der Nase. Ja, im ersten Moment so ein typischer 12-jähriger Sherry-Fass-gereifter Einsteiger-Whisky, ne? Also auch wenn insgesamt ja 40% jetzt First Fill Sherry sein soll, von der Nase her würde ich eher vermuten, so, dass das locker 80% Refill ist, ne, statt 60, aber weil die Sherry-Töne schon leicht sind, also die sind jetzt nicht so stark, finde ich. Erinnert eher sehr stark an Refill Sherry, aber das ist nicht schlimm, also ist eine sehr angenehme Nase, gerade zum Einstieg, ne? Ja, wollen wir mal probieren, Sláinte. Hm?
Ja, also für 43%, ich weiß jetzt nicht, ob es eine, ja, doch, also jetzt relativ scharf. Erst habe ich gedacht, das ist nur so eine Ingwer-Schärfe, aber ich finde schon, dass auch die Alkoholschärfe da ein bisschen rauskommt. Ja, für 43% schon relativ alkoholscharf, muss ich sagen. Ansonsten, außer dieser Schärfe, die auch bis in den Abgang geht, also die geht im Geschmack gleich los, aber die geht auch bis in den Abgang mit rein. Und es ist eine Mischung aus Alkoholschärfe und Ingwer-Schärfe, würde ich sagen. Und man hat auf jeden Fall eine Süße und eine Fruchtigkeit, aber da muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal probieren, um das ein bisschen auseinander zu dröseln, weil die doch ziemlich präsente Schärfe mich ein bisschen abgelenkt hat jetzt, was die anderen Noten angeht. Die Schärfe ist auch beim zweiten Schluck da, aber nicht mehr so präsent. Also schon präsent, ne, muss man einfach sagen. Aber nicht mehr alles überdeckend. Der zweite Schluck ist auf jeden Fall süffiger, sehr viel süßer. Das ist eine Mischung aus Honig, Malz und Karamell, würde ich sagen, die Süße. Also hat irgendwie so schon irgendwie alles ein bisschen. Und schon eine gewisse Sherry-Fruchtigkeit. So dunkle, schon. Ja, also nicht diese satten, dunklen Früchte, wie man es von so richtig reinen First Fill Sherry fassgreifen Whiskys oder so kennt. Oder von Sherry-Whiskys, die wirklich intensiv waren im Sherry-Geschmack, sondern eher so leichte Sherry-Früchte. Ja, aber so richtig benennen kann ich es gar nicht, muss ich sagen. Vielleicht nehmen wir jetzt nochmal einen dritten Schluck und probieren es nochmal. Aber im Abgang auf jeden Fall so ganz bisschen die Süße. Und was auf jeden Fall bleibt, es ist aber auch kein langer Abgang, aber was im Abgang bleibt, ist so ein bisschen die Schärfe, ne? Also je mehr Schlücke man nimmt, desto weniger störend ist diese Schärfe. Sie ist aber immer noch da. Aber jetzt ist sie aber im Abgang sehr präsent. Im Abgang hat man jetzt auch tatsächlich so ein bisschen Eichenaroma in den Wangen, aber wirklich, wie gesagt, also kein langer Abgang. Ja, ich würde mal sagen, also die Frucht kriege ich jetzt immer noch nicht so richtig gegriffen. Ja, aber Fazit. Den kriegt man, ich habe ihn glaube ich jetzt für 30 oder unter 30 bekommen mit Glas dazu, dann kann man gar nichts sagen, völlig in Ordnung. Auch wenn er jetzt 35 kostet oder so, für einen Einsteiger-Whisky völlig okay, für Einsteiger zum Probieren empfehlenswert. Ja, für Leute mit Erfahrung, ja, von den Einsteiger-Whiskys, da gibt es in der Preisklasse auf jeden Fall bessere, die sich eher lohnen, ne? Also jetzt, wenn ich dran denke, so zum Beispiel, wenn man Sachen, die vergleichbar sind, nehmen wir mal Glendronach 12. Der hat zwar jetzt nachgelassen, finde ich, auch der ist ein bisschen qualitativ schlechter geworden, ist aber immer noch wesentlich intensiver und schöner als der hier, finde ich. Auch zum Beispiel Glenrothes 12 Jahre würde ich auch eher empfehlen. Ja, also für Einsteiger zu probieren, Preisklasse völlig in Ordnung, kann man mal probieren. Für den Fortgeschrittenen, der sagt, ich muss mal was von Glengoyne probieren, der kann sich mal ein bisschen weiter umgucken, der muss jetzt nicht unbedingt zum 12er greifen, so finde ich. Ansonsten solider, guter Whisky, ne? Aber jetzt so zwingend empfehlenswert finde ich jetzt nicht. Okay, wie gesagt.
Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sagt zu dem Ton. Wie findet ihr den 12er? War ich jetzt ein bisschen zu kritisch mit dem oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da und reingehauen.